Leute, Farmex hier. Wir zocken weiter Craft Attack. Heute ist es soweit. Wir haben die Farm unfassbar stark ausgebaut. Wir haben es alles sicher gemacht. Wir haben alles Hopper. Alleine die, das ist wahrscheinlich die teuerste Farm von allen 60 YouTubern, die hier mitspielen. Die Farm alleine ist der Flex. 3 Stockwerke. Wir haben jetzt das Glas bekommen. Das heißt, alle Farmen können laufen und wir werden heute, wir haben das Konstrukt des Honiggolems, des größten Golems aller Zeiten, das größte Projekt in Craft Attack überhaupt schon begonnen. Heute sind die Arme dran. Die sind 200 Blöcke fast lang. Der Kopf, die Nase und dann sieht man, wie majestätisch riesig das Ding wird. Wenn das Ganze gefällt, gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Dann seht ihr auch, wie der Golem am Ende aussieht. Ich entmüde mich jetzt. Rumatra hat schon schön vorgearbeitet. So, Rumatra. Wie viel Honig kam bitte schön an? 2 Doppelkistenblöcke. Was? Wenn das alles weg... Kriege ich bitte mehr Props dafür, dass ich mich abends, nachts, morgens und mittags hier AFK hingestellt habe und dass ich alle Farmen mit Spark ausgebessert habe, mit Hoppern. Das ist geil. Aber dafür kriegst du die Props, wir haben dein Holz und dein Eisen hier verwendet, ne, klar. Wolltest du ja, glaube ich, eh machen. Ja, aber guck mal, wie krank die lief. Ja, ja, die lief unglaublich krank. Die läuft immer noch. Guck mal, die eine, also ich habe Farm 1 nicht leer bekommen, bis jetzt. Ja, da müssen wir so ein Speichersystem machen, dass wir so mehr mal, weißt du, dass wir an die hinteren Kisten besser rankommen. Aber was wir jetzt noch machen müssen ist, komm mal mit, das Glas ist da. Ach, 500 Euro muss er für zahlen, ne? Ja. An, Auftrag 53,5 Doppelkisten Glas, erledigt von Norris und Norman auf Twitch, Brasilien. 500 Euro haben sie dafür bekommen. Die haben jetzt ungefähr 10 Stunden Sand gefarmt, das Ganze gebrannt und die Kohle mussten sie einsetzen. Dafür kriegen sie jeweils 250 Euro Sub-Gifts. Streamen die gerade? Ach stimmt, bis 16.45 Uhr sollten sie schaffen. Die haben es aber vorher schon geschafft, als ich online war. Also, ja. Keine Ahnung. Und, das sind jetzt nochmal die 53 Doppelkisten? Nein, 43? Nee. Nein, das sind 36 Doppelkisten. Ja, ich habe 9 schon abgeholt, ja. Genau, wir hatten 9 abgeholt, das sind 36. Die waren alle voll. Alles, was leer ist, habe ich schon vercraftet und in Flaschen verwandelt. Nice. Sie haben gesagt, sie haben zusammen jeweils 8 Stunden gebraucht. Das heißt, wenn das eine Person alleine gemacht hätte, hätte sie wahrscheinlich 16 oder mehr gebraucht. Ja. Weil zu zweit nochmal einfacher geht. Und ich habe schon alle gefüllt, alle Dingens. Alle. Laufen jetzt. Wir haben sogar noch sehr viel Glas übrig. Jetzt ist die Frage, ob wir noch eine Farm bauen oder alles mit Überschuss füllen, dass wir auch mal alles zwei, mit drei... Überschuss, dass die Hopper niemals ausfallen. Okay, dann füllen wir alles mit Überschuss. Ja, wir werden heute übel progressen. Du weißt, dass wir heute die Arme bauen werden. Das ist das Größte. Die sind 192 Blöcke lang. Bin sicher, dass wir das hinkriegen. Safe. Ich habe das letzte Mal auch alles alleine gemacht. Nein, ich meine, ob wir genug Honig haben. Weil wir haben nicht ja, so nee, wir machen nur die, wir machen nur die Ränder, also das Konstrukt so ein bisschen, weißt du? Ja. Wie wir das bei den Beinen schon gemacht haben. Ja. Funktioniert das gut mit dem Jump Booster eigentlich, ja, oder? Unglaublich gut. Das war so ein unfassbar guter Call von dir. Da hat man gar keine Probleme zu bauen. Danke. Wir müssen gar nicht so viel craften. Wir müssen ja nur die Doppelkisten voll machen. Und Hopper bringt das Game nicht zum Laggen. Hoffentlich nicht. So, du kannst erstmal in die Kisten reintun, dann schappt das die ganze Zeit schon rüber. Jetzt sind wir ja nahezu gar nicht mehr fehleranfällig, ne? Nee, wir sind gar nicht mehr fehleranfällig. Ey, aber wie krass, wie viel schon über Nacht ankam, ne? Wir gehen so in die Geschichte ein. Wir werden mit dem Golem in die Geschichte eingehen. Das ist dir bewusst, ja? Mhm, das ist mir bewusst. Lass am Ende, wenn der Golem steht, unter all unseren Bienigstöcken Lagerfeuer drunter setzen, mit Silk Touch abbauen und alle 200 Bienenstöcker mit jeweils 3 Bienen, das sind dann so 600 Bienen. Ja, bei irgendwem in die Bude stellen. Und wenn er sie töten möchte, schafft er es nicht, weil wenn du eine Biene angreifst, bist du von 600 Bienen angegriffen und bist sofort tot. Das kannst du nicht schaffen, ne? Ja, ja, du kannst den Kampf nicht gewinnen gegen 600 Bienen. Bei 600 Bienen kannst du den Kampf nicht gewinnen. Ey, das ist so viel Glas, Mann. Ja, ja, es ist. Lass uns nur die Doppelkisten voll machen und dann füllt sich das mit der Zeit. Okay, geil, dann fangen wir jetzt an zu bauen, oder was? Wir fangen jetzt das Konstrukt zu bauen erstmal, ja? Ich hab die zwar eingezäunt. Der ist so groß! Alter, wenn der steht, haben wir es so geschafft. Okay, dann fangen wir jetzt, wo wir jetzt das Konstrukt schon haben. Du hast das ja studiert, du siehst ja jetzt die Skizze, ja, ne? Ja, ja, ja. Du siehst die Maße des Kopfes, die ist 48 mal 48 mal 60, also fast. Ach, machen wir jetzt den Kopf? Machen wir den Kopf? Ja, ja, wir skizzieren erst weiter. Ja. Das ist das Wichtigste. Wir haben vom Block 30 Blöcke Abstand. Oh mein Gott, ist der riesig. Der ist so riesig, ne? Wir haben von der Seite hier, der Jump ist noch aktiv, ne? Ja, von der Seite hier müssen wir 30 Blöcke Abstand nehmen. Also jeder Spieler, der jetzt hier dabei ist in Craft Attack und das nicht fühlt und feiert, dass wir den größten Golem aller Zeiten aus fucking Honig bauen, das sind für mich keine richtigen Minecraft-Spieler. Das müssen sogar so Legenden wie Basti, GHG und so, müssen das Todes fühlen. So, und hier wieder nach hinten auch 6 raus, ne? Der scheiß Honig-Golem. Wie gut einfach. Nach hinten auch 6 Blöcke raus, ne? Ja, genau. Das weiß ich nicht, weil man das auf dem Bild nicht sieht, aber wir gehen aber davon aus, dass der Kopf genauso weit hinten wie vorne rausschaut. So, Höhe des Kopfes. Ups. 60 hoch. Das heißt, ich nehme einfach 60 Blöcke.
Das ist Sparks Trick und dann wird er gebaut. Aber mit dem, den du schon unten auf dem Boden hast, also nimmst du nur 59 Blöcke. Safe, safe? Ja, wenn der, 60, wenn der Kopf 60 Blöcke hoch sein soll. Und du stehst auf schon, einem. Ja, wir haben schon einen, das ist richtig. Jetzt schon wieder einer geschrieben, verzählt. Das hatten wir gestern auch ganz oft, dass Leute geschrieben haben, falsch. Wir sind dann extra schon im Subchat reingegangen. Dafür werdet ihr monatelang getimeout. Ihr werdet nicht gebannt. Schreibt auf gar keinen Fall rein. Max, wir haben ein Problem. Wir müssen nicht 6 Blöcke rein, wir müssen sechs. Ich weiß halt nicht, ob Chef Strobel sein Golem noch richtig ist. Aber der sieht nicht. Nee, Chef Strobels Golem zackt. Der ist falsch. Weg. Ja, ich weiß was halt. Was laberst du? Ich meine, dass der Kopf so versetzt nach vorne schaut. Heißt, wir müssen hinten rein und nicht raus. Weißt du, was ich meine? Oh, das sieht man auf der Skizze nicht. Ja, das sieht man halt auf der Skizze nicht. Wie sicher bist du, dass der Kopf nach vorne ist? Der Chef Strobel, sein Kopf war nach vorne. Und der Chef Strobel, sein Golem sackt zwar, aber er sackt nicht so sehr, dass er sowas Grundlegendes falsch gemacht hätte. Der Kopf kommt nicht auf beiden Seiten raus. Ich fasse es nicht. Der kommt nicht auf beiden Seiten raus. Der kommt nur auf der vorderen Seite raus und hinten geht er rein. Also man wird hinten bei dir im Hintergrund komplett eine Spülmaschine ausgeräumt. Eine ganze? Nee, wir haben keine Spülmaschine. Der schaut auf jeden Fall hinten nicht raus. Wir müssen hier abbauen, Max. Abbruch. Ja, der schaut rein. Oh mein Gott. Das ist Alarm, nicht gut. Ich hab dich eine Alarm. Frage gestellt und du hast direkt falsch beantwortet. Das ist nicht gut. Hörst du mich? 24 Blöcke muss der rein. Was? Ja, 24, Max. Hey. Was denn? Ja, man kann das nicht abbauen. Wie, man kann das nicht abbauen? Bist du dumm? Wieso hast du es nicht direkt von oben runtergebaut? Nee, ich bin runtergefallen. Hä? Was machst du da? Oh mein Gott, ich bin auch. Oh, ich bin so sauer jetzt. Ich hab dir eine Frage gestellt, du hast sie einfach falsch beantwortet. Ja, ich hab gedacht, das wäre richtig. Oh, das killt mich jetzt. Ich schaff's nicht abzubauen. Nee, ich werde alle meine Raketen waste. Ich kann nicht drauf landen. Das hat noch nie. Du musst auch nicht dran landen. Du kannst die auch abbauen, wenn du dran vorbeifliegst. Du kannst die so Drive-By abbauen, alle. Du musst sie nur treffen. Die sind ja Insta-Mineable mit allem. Du musst sie nicht abbauen. Hab's, lass den Honig wieder aufsammeln gehen. Also dafür, dass da 8 von deinen Mods 20 Stunden dran saßen, ist die schon sehr. Fehlt da schon einiges an Informationen an der Skizze. Das war nur die ungefähren Größe. Du wolltest das machen. Ich hab dir seit Tagen gesagt, mach uns die Skizze. Du hast gesagt, nein. Und dann warst du einen Tag weg und dann musste ich anfangen, weil du dich weigerst, das gemacht zu haben. 1, 2. Du kannst direkt mal nach unten laufen und den Honig hier einsammeln, der wegen dir runterfällt alles. Hm. Allein das Abbauen hat länger gedauert als alles, was wir bisher gemacht haben. So, wie viel geht denn in den Kopf rein? Genau, bau mal rüber und ich komme dann zu dir. Der normale Minecraft-Golem, der geht 4 Blöcke hinten rein. Das passt. Und 4 mal 6 sind 24, oder? Habe ich mich da verrechnet. 4 mal 6 sind 24. Ja, oder? 2 mal 6 sind 12, mal 2 sind 24. Das passt. Ja, schaut euch einfach das Bild an bei mir im Chat und dann wisst ihr, dass 24 richtig ist. Let's go, hoch jetzt hier, hoch. Mach du mal lieber die rechte Seite, bitte. Die hier. Ich mach doch gerade die rechte Seite. Nee, das ist der Hinterkopf, du Arsch. Wieso, du Arsch? Chill doch. Ja, du siehst doch wohl, dass du nicht an dem seitlichen Kopf gehst, wenn ich vorne bin und du bist bei mir gegenüber. Dann bist du doch nicht an der Seite. Du baust gerade den Hinterkopf. Ich sehe dich doch. Ich sehe, Junge, du ränderst bei mir. Ich kann dich sehen. Ja, aber wir müssen doch den Hinterkopf bauen. Nein, fang doch mit der linken Seite an. Wir haben nicht genug Honig für alles. Oh Gott. Jo, ich baue jetzt die Seite. Alter, ist der hässlich? Der Honiggolem ist geil. What the fuck? Also jetzt mal ohne Witz. Über Schönheit lässt sich streiten. Und ist immer im Auge des Betrachters. Außer aber der Honiggolem. Außer der Honiggolem. Jeder Minecraft-Spieler, der das nicht fühlt, ihr dürft nicht nur den Golem sehen. Ihr müsst die Bienen sehen. 600 Bienen, die monatelang den Honig produziert haben, damit dieses Ding jetzt hier steht. Das müsst ihr sehen. Ich glaube, 600 kommt gar nicht hin, oder? Oder 20? Nee, wir haben weniger. Stopp. Wir haben 20. 60 mal 70 mal 3 haben wir. Wir haben 70 mal 3 Beehives. Was ist 70 mal 3? 70 mal 3 mal 3. Wir haben 630 Bienen, Max. 600 ist... Doch. Nee. Doch. Spark hat gestern nachgeguckt. Da waren wir, glaube ich, bei 290. Ja, gestern noch. Aber wenn wir fertig sind und alle überall in den Bienen drin sind, in den Beehives. Also wir haben zumindest... Ja, wenn wir komplett fertig sind, dann ja. Aber wir haben auch pro Stockwerk nur 3. Keine Aufgabe, die mir bisher Romat genannt hat, rechne ich. Ich höre auch die Zahlen gar nicht, die er sagt. Als ob ich jetzt hier rechnen würde. Ich würde niemals was rechnen, weil die Wahrscheinlichkeit, sich dort zu verrechnen, selbst wenn das nur gering ist, bei einer Aufgabe von 3x7, ist mir zu riskant. Deswegen gucke ich einfach in den Chat. Also ich höre die Zahlen gar nicht. Ich hab's gesehen. Was war denn das, Alter? Ah! Auf Wiedersehen. Ja, ich gehe kurz pennen, das bringt nichts. Triggered. Ich bin todestriggert, what the fuck?
drin noch ein Zombie. Jo, der haut mir voll in die Fresse. Ja, ich sterbe wahrscheinlich, Romatra, weil du kein Bett mitgenommen hast. Dark Romatra. Du bist so scheiße, ich hab ein Bett dabei. Ich hätte dir einfach das Bett geben können. Ich hätte sie einfach geben können. Ja, leg dich jetzt hin, schnell bitte. Ja, ich lieg schon. Aber ich hätte sie einfach geben können, Max. Du hast nicht gefragt. Ich hab immer ein Bett dabei. Seitdem ich Craft Attack spiele, habe ich immer ein Bett dabei. Dumm ist, ja, immer. Ich mache mir am Anfang ein Bett und das verlässt nie mein Inventar. Der ist huge. Ich sehe es gerade, Romatra. Vielleicht ist es auch mal netter. Ist das ja der Kopf, den ihr da gerade macht, oben? Ja. Hast du Angst? Nach welcher Vorlage habt ihr ihn überhaupt gemacht? Jetzt. Nach unserer eigenen. Nach unserer eigenen war schwach. Deine war, du hattest total viele Fehler, deine unproportional. Meiner war richtig geil. Der wurde gefeiert. Jetzt hast du halt Dings so, weiß ich, wie Apple hast du jetzt kopiert und bist jetzt einfach groß am Rauskommen. Dein Golem war echt schade. Ja, dein Golem war aus dem Grund gut, weil er uns die Idee für was Großes gegeben hat. Ja, das stimmt. Dein Kackhaufen hat uns die Idee für was Geniales gegeben. Man kann ihn nicht durchdrehen, der war nice, der Golem. War eine geile Idee, ich hab sie umgesetzt, dann hab ich ihn gebaut. Okay, nun, Romatra, ich suche dich. Ich bin Honig dich nicht. Holen, ich hab Honig geholt für die Nase. Ich hab die Nase geholt. Ich komm die Nase, nicht ohne mich. So, und wie ist jetzt die Nase? Jetzt wollen wir mal gucken. Die kann ja gar nicht so unendlich groß sein. Sie ist 18 Abstand und geht 6 Blöcke nach unten. Machst du gerade die Nase? Ich hole jetzt gerade Dirt. Ich habe jetzt Dirt geholt. Okay, ich habe was anderes als Dirt geholt, ist aber egal. Weißt du schon, wo die Nase hin muss? Bist du da schon? Ich hab sie schon komplett, aber sie muss doch nach unten gebaut werden, 6 Blöcke, ja. Das schaffe ich nicht. Das mache ich jetzt. Das schaffst du? Nach unten bauen? Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Jetzt 6 bitte dran. 1, 2, Todesunwohl, drei, das sieht aus, als würde ich so ertrinken. 4, 5, 6. Okay, ich hab's. Ja, Honig jetzt. Ja, jetzt Honig. Halt auf die Schnauze. Was machst du? Ja, du musst die Schnauze halten. Wieso spielst du so langsam? Willst du das Video auf 10 Minuten kriegen oder was? So. So, jetzt baust du dein Muster unter mir drumrum. Genau. So, und dann bauen wir insgesamt 24 hoch. Das heißt, plus die 6 nur noch 18. Stehst? Ja. Ich füll die schon mal aus, oder? Die ist ja schnell gemacht. Zu spät, ich hab schon. Mal erst das Muster. Jetzt noch einen mehr Mods oder war das jetzt richtig? Ich vertrau dir da, gell? Nicht, dass du Scheiße baust. Ich hab jetzt 18. Aber ich hatte ja schon einen Block. Sie ist, glaube ich, ein zu hoch jetzt. Ja, Zuschauer. Der höchste Punkt vom Golem ist genau das Sky-Limit. Ein Zuschauer hat scheiße gelabert, einer wieder weg. Oh, das nervt so sehr. Das ist so blöd. Man verlässt sich auf die Leute. Und die wollen ja auch nur helfen, aber sie labern trotzdem Müll. Der braucht unbedingt Augen. Was nehmen wir da? Was für eine Farbe haben die Augen normalerweise? Weil die Augen geben den komplett den Charakter. Ich würde sagen, wir nehmen Schwarz für einen krassen Kontrast. Diamant. Diamant hätte auch guten Kontrast. Ey, das ist nur die Nase, ne? Allein, dass wir eine halbe Stunde die Nase bauen, zeigt schon, was das für ein kranker Scheiß ist. Smaragdgrün, wir könnten Emeralds nehmen. Oh, ja, Emeralds ist eine gute Idee, glaube ich. Warzenblöcke geht auch. Warzenblöcke, wer, Kelbblöcke? Kelb und Warzenblöcke, nee, in Kelbblöcke haben so ein Ding drin. Und dann bauen wir einen riesigen Honigstrahl aus seinen Augen direkt auf Revis Haus. Ja, okay, wir müssen Schwarz und Rot nehmen. Schwarz und Rot? Sieht wahrscheinlich auch nicht mal scheiße aus, Schwarz und Rot. Der echte Golem hat 3 schwarze und einen roten. Mhm. Alter, der ist ja so huge, wenn man von der Base kommt. Der setzt ja alles andere ins Schatten. Ja, voll scheiße für alle anderen Projekte. Das so, ja, hab ich auch schon gesagt. Die armen Leute, die hier mitspielen, das ist doch echt blöd. Fuck, ich will mehr Honig. Ich habe mich die ganze Nacht AFK hingestellt. Ich dachte, wir können heute länger bauen. Das war mir zu kurz, das war mir zu wenig Honig, obwohl wir so krass viel Honig produzieren. Wir müssen die Farm noch. Nicht eine Ebene tiefer, sondern noch eine Line noch, weißt du? Naja, wir können noch eine Line bauen. Wir können aber auch noch eine Ebene bauen, wenn du magst. Also wenn du sagst, es ist dir zu wenig Honig, dann bauen wir lieber noch eine Ebene. Warum sind wir so rasierheftig? Krass. Das ist eine gute Frage. Aber auch gleichzeitig eine richtig scheiß Frage, weil die richtig beschissen formuliert ist. Nur wir rasieren. Was gibt's da nicht zu verstehen? Nichts gibt's da nicht zu verstehen. Ich sag nur, dass es eine scheiß Frage ist, wie sie formuliert ist. Okay, bin da. Erklär's. Ja. Auf der Kiste steht mal drauf, in welche du es wieder einsortieren musst. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 3, 1, 1, 1. Merk dir, wo du es rausnimmst und tust dann da wieder rein. Und da steht halt, weißt du, wie ich meine? Also es ist sau unübersichtlich. Junge, ich musste gerade erstmal. Also, das sind die Dinger, die ankommen. 2, 2, 2, 2. Das hier kommt 3 an 3, 3. Dann haben wir 1, dann ist da durch 1. Dann ist 1, 1. Und dann ist hier Farm 3, Farm 1 und Farm 2, wo man es wieder reintut. Genau. Einfach eine Legende. Das ist das geilste Speichersystem, was ich jemals gesehen habe. Also ohne Witz, unübersichtlicher hättest du es nicht machen können. Aber ich fühl's. Das ist jetzt einfach. Es ist jetzt so und es bleibt auch so. Weißt du, was ich meine? Es ist jetzt halt, es ist fertig. Wir haben jetzt da genug Kisten. Er hat deinen Stream gecampt. Er hat ihn so gecampt, den Stream. Oh, der ist so huge. Leck mich wird das Ding krank, Romatra. Wir gehen in die Geschichte ein. Das ist ein Honiggolem, ne? Das ist doch mal jetzt wirklich ein Honiggolem, oder? Wie geht's dir, Henke? Mega. Gut und selbst? Läuft?
Ja, aber Romata läuft ganz gut. Er hat aber seinen chronischen Husten wieder, aber das ist der Preis, den er zahlen muss. Romata fragt, wie es geht. Ich sag gut und dir. Und er antwortet einfach nicht. Aber guck mal, es interessiert mich, wie es dir geht, aber das, ja. Aber er verrät nicht, wie es ihm geht, weil ihm geht's nicht so gut. Okay, wir sind fertig. Also Romata, heute Legende.